Glück auf, ihr Mäuschen, und willkommen zurück zu Mad Max, wo wir jetzt noch ein bisschen sammeln gehen und dies und jenes und überhaupt. Ja, diesen Sammelpunkt hier würde ich noch ganz gerne machen, dann würde ich sagen, schnappen wir uns in diesem Gebiet hier das letzte Lager. Wird ja auch mal Zeit, oder was? Ich brauche meine Schnipper, da ist ein Affe. Klappt nicht, schade. Oh, jetzt komm schon, sei doch nicht so gemein. Gut, wir können raus. Ich müsste jetzt hier eigentlich soweit aufgeräumt haben. Oder auch nicht, da kommt noch ein Affe. So, hat dich gefreut? Ich weiß es. Gib mir das. Und ja. Aha. Gib mir Sniper-Munition. Bitte. Dann halt nicht. Gib mir wenigstens das. Suchbereich komplett. Hi, ho, hi, ho, hi, ho, hi, ho. Hallo. See the blue? Blue means water. So, wo ist es denn? Hier ist es, das letzte Lager in diesem Gebiet da oben. Das greifen wir uns jetzt mal so richtig. Sollte es gerade das hier schon sein? Was haben die denn da cooles hingemacht? Das sieht ja aus wie ein riesen Mensch da oben. Wie ein riesen Geist. Oh, das ist ein Schnippermann. Weil der Schnipper schnippern kann. Oh, das sind voll fiese Schnipper. Das ist auch irgendein Lager. Verstehe. Aber ich will ja jetzt eigentlich erstmal hier hinten irgendein Lager erobern. Ne, also lasst mich in Frieden, oder was? Also ich sehe jetzt hier eigentlich momentan gar nicht so ein großes Lager irgendwie. Das kleine Pimpfding da oben, ist das das Lager? Ist das Lager? Ich fasse es nicht. Oh, die haben jetzt schon Schnipper da. Also dann wollen wir doch mal ein bisschen was hier. Oder wie? So. Ah! So, sieht doch soweit ganz nett aus. Wir haben jetzt fast keine Sniper-Munition mehr. Tolle Sache, das. Aber dafür haben wir drei Sniper ausgeschaltet und irgend so einen komischen Feuerturm-Teil. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das diese Granaten immer geworfen hat. Jedenfalls ist das jetzt auch weg. Aber hübsch ist es hier, ne? Hübsch ist es. Ja, also wenn du denkst, dass mich das auffällt, ne? Da muss ich dich leider enttäuschen, Kollege. Zack. Was ist mit dem Warcrier? Gibt es hier einen? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Sieg. LOL, mein Auto! Ah! Meine eigene Tür beißt. Ich fasse es ja nicht. So, schönen guten Tag. Zack. Zoink. So läuft das bei mir, Schätzchen. Ah, nicht mich hauen. Sonst kriegst du gleich wieder eine ran. So, ich brauche hier mal sowas, weil da steht, ich muss das voll anzünden und so. Und deshalb wohl bekomm's. Nehme ich die Ziegel mit? Die sah so aus. Ja, ich habe hier so ziemlich alles mitgenommen. Fantastisch. Gut, dann wollen wir, bevor wir weitermachen, uns doch erstmal tüchtig umgucken, ne? Hier geht's zum Beispiel irgendwo hoch. Da gibt's doch bestimmt Barschrott und sowas, hä?
Weil darauf hätte ich Bock. Oh, hallo. 2 von 4 Insignien. Oh ja, und hier haben wir ein richtig schönes Schrottlager gefunden. Da gibt es direkt eine doppelte Portion aufs Brot. Bisschen Munition darf natürlich auch nicht fehlen. 2 Sniperkugeln. Das ist schön. So, wo sind wir? Hier sind wir. Zack! Are you away on one of your long journeys inside your brain? So, also hier, wie es aussieht, müssen wir jetzt erstmal nicht lang. Ach nee, das ist die andere Seite vom Lager, hä? Ich mach hier einfach zu, dann ist Ruhe. Und ich nehme den hier mal mit, sicher ist sicher. Weil ich keine Ahnung habe, was uns hier oben... Oh shit, lauf Peter, lauf! Habe ich mal wieder toll gemacht, ne? Ich hab's halt drauf. Jeden Tag hier oben, ich bin der Bader. Neuer Feind. Buster Boys. Was sind das? Hammers, Gottes für diese Hände und Schädel, bla bla bla. Das sind einfach nur Leute, die Zeug machen, hä? Ja! Zack! Wer ihr, wollt Ärger haben, ja? Was darf es denn heute sein, meine Freunde, hä? Zack. Bleib liegen, Kollege. Jetzt lasst mich in Ruhe, ich hab zu tun. Zonk. Und nochmal das Messer hinterher. Und jetzt erstmal meine Lieblingsbeschäftigung hier, schön die Leichen fleddern. Da liegt auch noch ein Messer, das können wir gebrauchen. Oh, wie kommen wir denn hier rein? Da brauchen wir anscheinend etwas Hochexplosives, hä? Wer? Hier ist schon wieder irgend so ein Bombenmensch, hä? Also darauf habe ich ja eigentlich gar keine Lust. Ah, da oben ist auch eine Insignie. Sehr gut, wieder da, wo wir nicht rankommen. Bitteschön. So, und was ist hier noch? Boah, toll, hier sind auch Tanks. Warum sagt denn das keiner? Wie zur Hölle soll ich bitte hier reinkommen? Lauf, Peter! Krieg ich das? Irgendwie muss ich doch hier reinkommen. Weil oben haben wir ja auch noch die Insignie und hier ist ja auch Schrott. Na, ich werde den Weg schon noch finden. Fürs Erste genügt es mir, hier lang zu gehen. Hey, wieso hast du mich gesehen? Das war doch eigentlich ganz anders geplant, Mensch. Diese Tür benötigt eine Explosion. Lässt sich einrichten, Kollegen. Zickedi, zackedi. Kloink. Eine Reliquie. Hier kommen wir aber mit einer Leiter ran. Das heißt, wir suchen einen Weg auf jeden Fall, der nach oben führt, weil wir von oben irgendwo rankommen. Da wäre das doch hier eine gute Option, hochzukommen, denke ich. Hier sind wir auf jeden Fall an vielen Orten, die oben sind. Hallo. Wenn ihr wollt, könnt ihr herkommen, ansonsten lasst mich in Frieden.
Was hast denn du hier? Bitte! Zank! Wollt ihr einen Schrauber zuhauen oder was? Verschwinde! Keiner mag dich! Was bist du denn? Ah, oh. Ist ja gut. Verschwinde, du Sackgesicht. Ah. Ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal schön ein bisschen Wasser. Boah, ich bräuchte so dringend mal eine Schrotpatrone. Immer wenn ich mal eine Munitionspatrönchen bräuchte, habe ich nichts, ne? Da gewöhne ich mich langsam dran. Ich brauche keinen Schrott, ich brauche Schrot. Gut, aber wir können auch erstmal gucken, was hier noch ist. Hier komme ich zum Beispiel noch irgendwo in ein hinteres Gebäudeteil. Was auch so voll Sinn hat. Weil hier so viel ist, dass ich gebrauchen kann. Ach nee, doch nicht. Ich frage mich, wie ich in die eine Kammer reinkommen soll. Das ist ja mal voll unmachbar irgendwie. Oh, was gibt's denn hier alles? Hier gibt's erstmal Munition, das ist gut. Mal voll das Ding. Zonk. So, hier haben wir auch nochmal Schrott. Und wenn wir hier schon mal sowas haben, nehme ich das gleich mit. Boah. Hier ist auf jeden Fall diese Kammer irgendwie. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas aufsprengen kann. Also von hier war es jedenfalls nicht. Ich muss doch irgendwie von oben in diese Kammer reinkommen. Von unten komme ich nicht rein, von oben komme ich nicht rein. Mieses Schwein. So sieht's aus. Was passiert, wenn ich hier einfach was hinwerf? Da ist zumindest schon mal die Insignie flöten gegangen. Ansonsten bringt mich das meinem Ziel auch nicht sonderlich näher. Es sei denn... Nee, von hier bin ich ja... Hä, ich habe mich total verfranst gerade, Leute. Auf jeden Fall geht's hier auch noch irgendwo hin. Oh, wo geht's denn hier hin? Erstmal Schrott und dann die Reliquie. Relikte for the win. Rrrf. Gunny, habt das hier entdeckt, könnte ein guter Platz sein, um sich zu verstecken, falls die Straße Richtung Süden abgesperrt wird. Ist gleich westlich der Bolton Ben Schnellstraße. Werd die Ding die Koordinaten schicken, Pirat. Okay. Schwupp, 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 schwupp. Haben wir hier was zum Zerbomben oder muss ich mir da wieder irgendwo mühevoll was holen? Wo bin ich denn hier überall gelandet? Gib das her! Ah lol, hier ist ein Warcrier. Heißt das? Nee, ich glaube nicht. Nehmen wir noch einen. Ah, der hat gesessen. Aber wo führt denn das hin? Uah. Jedenfalls wieder irgendwo nach unten, das ist ganz gut. Hier müssen wir nur was runterwerfen, hier ist sonst nichts. Ich habe gerade echt Probleme, wie wir in diesen Raum kommen sollen, wo noch Barschrott hängt. Irgendwie muss es ja gehen. Vielleicht müssen wir da auch wirklich mit dem Auto ran. Reicht das? Ich schätze mal, das bedeutet nö.
Ich komme, Abgrund. Bitte. So, und jetzt würde ich gerne hier raus, oder was? 3 von 4 Zielen. Da unten ist ja dann das 4. Ziel, nehme ich mal an. Gib das her. Bitte. In Deckung. Und damit haben wir jetzt zumindest schon mal das Lager fertig. Yay. Und da ist irgendwas in sich zusammengefallen. Ich hoffe, das gilt für alle Abwehranlagen, die jetzt noch da sind, weil dann könnte ich den Schrott schön sammeln. Boah, wir haben voll viel Schrott übersehen. Hier unten ist bestimmt noch was, hä? Nee, hier waren wir schon, lol. Also halten wir mal noch ein bisschen Ausschau, oder was? Ist hier noch Schrott? Nö. Aber diese eine komische Kammer, ich muss doch da irgendwie reinkommen, Mensch. Menschenskinder. Wo bin ich hier? Bin ich hier irgendwo, wo es wichtig ist? Nehmen wir mal Wasser mit. Meine Flasche ist ein bisschen leer. Oh, viel haben die hier aber auch nicht. Was soll's. Besser als überhaupt nichts, ne? Gut, dann jetzt bitte nicht verlaufen hier lang. Hier ist diese Kammer mit Schrott drin. Hier ist 2-mal Schrott und ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Mit dem Auto komme ich doch hier aber auch nicht ran, hä? Ah, von der Rückseite, von hier aus könnte ich es eventuell aufziehen, wenn ich mit dem Auto komme. Das klingt natürlich nach einer ziemlich logischen Sache. Ich glaube, das ist auch die Lösung des Problems. There you are, my saint. Hallöchen. Ich habe ein neues Lager klar gemacht und ich glaube, ich weiß, wie wir da rankommen. So, guten Tag. Nee. Sag mal, wollt ihr mich denn irgendwie verarschen oder so? Kann ich das gebrauchen? Nee, also anscheinend ja nicht. Ich raff das überhaupt nicht. Wir müssen doch irgendwie da rankommen. Hier ist jetzt aber auch sonst nichts weiter. Oh, shit. Das wir benutzen könnten, um an den Schrott ranzukommen. Das ist ja mal richtig heikel gerade, hä? Das ist bestimmt irgendwas ganz Simples. Ich komme nur nicht drauf. Ich probiere es jetzt mal von der anderen Seite. Das Ding hatte doch 2 Eingänge. So, schönen guten Tag. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt bin ich doch wieder hier. Ich gehe hier echt, ich gehe kaputt. Das kann doch überhaupt nicht sein. Ich muss doch irgendwie in diesen Raum rein. Wo ist denn der jetzt nochmal genau? Der ist genau hier. Genau hier und es gibt keine Möglichkeit ranzukommen. Und das ist es, was ich gerade überhaupt nicht raffe, Leute. Wie zur Hölle kommen wir an den Raum ran? Da müssen wir auf jeden Fall hier hinten rum. Das ist mir gerade echt zu hoch. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Ich meine, von hier aus ja eigentlich auch. Das gehört ja irgendwie noch mit dazu. Aha! Na, sieh mal einer an. Das ist aber auch gemein. Aber was soll's, wir haben es geschafft. Und darum geht's.
Und jetzt gib mir die 100%, aber ein bisschen Dalli. Öltransferlager, Frackhügel, abgeschlossen. Ach ja, Enter. So, sehr schön, Leute. Damit würde ich sagen, sind wir hier fertig in dem Lager. Und beim nächsten Mal weiß ich gar nicht, wie wir jetzt weitermachen wollen. Ich würde sagen, ich gucke erstmal, dass ich zu meinem Auto komme. Und beim nächsten Mal, das entscheiden wir ganz spontan, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist für heute erstmal wieder Schluss. Und deshalb verabschiede ich mich von euch, auch wenn ich nicht weiß, wie ich... Kann ich hier springen? Ja, deshalb verabschiede ich mich jetzt von euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal feuchtfröhlich wieder. Danke und tschüsseli!